Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. So, wir sind jetzt hier auf der Raumstation gelandet. Ich werde mich jetzt hier gleich mal umsehen. Das heißt, ein Anzugsupgrade kaufen. Vorausgesetzt, wir haben genug Geld. Ich weiß es gerade gar nicht. Und dann setzen wir unsere Reise Richtung Mitte fort. Was auch immer das im Einzelnen jetzt genau heißen mag. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Warp-Kernenergie haben. Ich schau mal kurz. Wir haben auf jeden Fall Antimaterie, aber kein Hyperdrive-Ding mehr. Nee, genau. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall craften. Mal schauen, was wir dafür brauchen. Hier. Ach, wir können gleich eine Warp-Zelle machen. Mach ich mal. Dann mache ich gleich mal noch Elektronendampf, so oft es geht. Okay, geht eh nur einmal. Antimaterie. Warp-Zelle. So, alle Reaktoren sind voll getankt. Ist eigentlich ziemlich cool. Das heißt, wir können dann gleich weiterspringen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Kohle wir haben. Oh, stimmt, genau. Ja, wir sind pleite. Na gut, dann kein Anzug-Upgrade heute. Vielleicht beim nächsten Mal. Haben wir irgendwelche Schätze zu verkaufen? Naja, Lemmium könnten wir verkaufen. Ich weiß nämlich nicht, für was das da ist. Aber sonst... Okay, dann geht's los. Ich werde jetzt wirklich keine schwarzen Löcher mehr nutzen, weil ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, die bringen uns nicht sehr viel weiter, wie wir ohnehin springen können mit unserem super aufgerüsteten Hyperdrive. Hey, Barkeeper! Gra, Krieg, Isotop, Isotop. Das sind die Wörter, die ich verstanden habe. Also gebe ich ihm mal ein seltenes Isotop. Ich nehme Schaden. Und sonst nichts. Er hat irgendwas in Flammen aufgehen lassen. Naja, warum denn nicht? Na gut. Dann gehe ich wieder. Ach so, stimmt. Lemmium könnte man verkaufen. Okay. So. Verkaufen. Ups. Ah, irgendwie hätte ich mal wieder Bock, ein neues Schiff zu suchen. Aber gleichzeitig haben wir jetzt da alle drei Hyperdrive-Technologien. Und die wieder zu finden... Das ist schwierig. Also die Rohstoffe dafür, meine ich, wieder zu sammeln zu suchen. Wow, der hätte mich beinahe überflogen. Pass ein bisschen auf, du Raudi. Aber unser Schiff ist halt auch nicht das Hübscheste. Ich habe immer das Gefühl, alle anderen Schiffe sehen cooler aus als unseres. Das ist so... Ne, drei so Würste nebeneinander. Okay. Los geht's. So, wir können hier eigentlich gleich wieder verschwinden. Kann gleich weitergehen. Richtung Zentrum. So, jetzt passt auf, ich mache wieder den freien Flugmodus und wir fliegen einfach Richtung Licht. Fliegens Licht. So, wie sieht es bei dir aus? Okay, können wir sogar noch ein Stückchen weiter. Ah, ich glaube, jetzt wird es schon langsam zu weit. Mal gucken, wie es hier aussieht. Ah, geht noch ein bisschen. Nur immer noch ordentlich. Dann fliegen wir gleich nochmal. Oh, hier ist aber ein großes Loch im Sternenhaufen. Ah, das ist ein Stück zu weit. Ich glaube, wir schaffen... Wie viel waren es gleich nochmal? Ah, 1599. Das hört sich perfekt an. Ich glaube, das ist so ziemlich unser Limit. Naja, dann los. Man, es dauert ja ewig, bis man da im Zentrum ist. Ich hab sogar wirklich jetzt mal gegoogelt und... ich finde, also es gibt anscheinend echt keine andere Möglichkeit als dieses Reisen und schwarze Löcher. Aber bis man die abgearbeitet hat, wir müssen noch so oft springen. Also das wäre ja an sich nicht schlimm, aber mich stört einfach immer diese lange Ladezeit. Vor allem, wenn man dann mehrere Sprünge direkt hintereinander machen will, dann nervt es einfach, dass man 3, 4 Ladezeiten aneinander kettet. Finde ich doof. Naja.
der Planet sieht irgendwie cool aus, oder? Weiß und schwarz. Ich habe noch nie so einen schwarzen Planeten gesehen. Ich glaube, ich lande da mal ganz kurz. Nur mal kurz schauen, was da so ist. Und dann springen wir auch schon weiter. Na, jetzt wird er rötlicher. Blau, weiß. Oh, wow. Ja, sieht ziemlich tot aus. Was haben wir da? Ha, das sieht... Ich würde gern wissen, was das ist. Ich land hier mal. Aber doch nicht auf dem Ding, oder? Doch, wir landen auf dem Ding. Aluminium. Aluminium hätten wir doch für irgendwas gebraucht, für irgendeinen Hyperdrive-Antrieb. Aber jetzt brauchen wir den eigentlich nicht mehr. Cooler Planet. Irgendwie schon cool. Aber halt sehr tot. Aber ich höre Tiere grunzen, oder? Weiß es immer nicht. Man hört immer so komische Geräusche. Und ich weiß immer nicht, sind das Tiergeräusche oder... Mein Gott, mein Schiff steht auf einem Bein. Der Physik trotzend. Ja, aber der Motor läuft ja noch. Vielleicht kann es deswegen schweben. Erklären wir es einfach mal so. Okay. Ein unabbaubarer Aluminiumblock. Ich schieße einfach mal ein ordentliches Loch rein. Nehmen wir mal ein bisschen Aluminium mit. Naja. Ist schon reich, glaube ich. Es gibt hier aber tatsächlich Leben, oder? Ach so, nee, ich habe mich verguckt. Nee, okay, sieht nicht so aus. Naja, gehen wir einfach wieder. Ich will nur mal kurz gucken, ob wir irgendwas von diesem Planeten bräuchten zum Craften. Deswegen crafte ich jetzt mal so weit es geht. Also ganz viel Suspensionsflüssigkeiten erstmal. Einfach den ganzen Kohlenstoff, den wir haben, jetzt reinstecken da. Und dann machen wir so viel Antimaterie wie möglich. Und dann sehen wir eh, was uns fehlt. Und dann können wir einfach mal verdammt weit springen. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Toy Story. Toy Story ist schon echt cool. Ist ein cooler Film. Ich habe vor allem erst vor kurzem... Naja, was heißt vor kurzem? Ist wahrscheinlich schon wieder ein Jahr her oder so. Aber vor relativ kurzer Zeit habe ich erst den dritten Teil von Toy Story mal gesehen. So, Heridium und Zink. Zumindest Heridium hätten wir hier auf dem Planeten wirklich einiges, habe ich gesehen. Das da oben ist wahrscheinlich Kupfer. Ich fliege mal irgendwo hin, wo viel Heridium ist, dann ernten wir wenigstens Heridium mal. Und dann springen wir, soweit es geht. Ach, oder hauen wir einfach ab. Heridium gibt es doch überall. Was wollte ich sagen? Genau, Toy Story 3. Und der ist echt super, ein super Film. Ich bin echt erstaunt gewesen. Gar nicht nur so für Kinder, glaube ich. Also, ich hatte auch als mehr oder weniger erwachsener Mensch Spaß bei Toy Story 3. Vor allem der Schluss und so. Es ist schon, der ist auch, ist auch hart irgendwie, der Film. Nicht nur Joy und Fun. Okay. Mal gucken, was haben wir hier? 1, 2, ein Stückchen geht noch. Ja, okay, den nehmen wir, oder? Naja, obwohl, es könnte schon noch ein Stückchen näher sein. Wie sieht es bei dem hier aus? Ah, der ist jetzt wieder einen Tick zu weit. Ja, aber da ist so ein großes Loch irgendwie schon wieder. Ja, dann nehmen wir den, ist schon okay. Los geht's. Okay. Ich könnte jetzt, glaube ich, eh nur eine Warpzelle craften. Also so weit kommen wir jetzt eh gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen eh bald wieder Rohstoffe sammeln. Ich brauche halt nur... Ich hätte jetzt schon auf dem Planeten Rohstoffe gesammelt, aber wir brauchen halt einen Planeten mit Pflanzenwelt, damit wir Zink finden. Und Pflanzen können wir auch gleich für Kohlenstoff nutzen. Das heißt, das ist dann gleich doppelt gemoppelt. Insofern... Und Heridium kriegen wir überall. Also irgendein Planet mit Pflanzenleben wäre schon notwendig, damit wir wirklich ordentlich Zellen farmen können mal ein bisschen.
Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir das so Schritt für Schritt machen. Jetzt nicht gleich irgendwie 20 Fusionszellen farmen und dann... Oh, wow. Wir springen ja direkt neben die Raumstation hier. Wow, hier ist irgendwie dann der gelbe Nebel so dicht, man sieht kaum was. Der Planet sieht auch cool aus, vor allem weil er da so einen komischen Strich drin hat. Wollen wir da landen? Irgendwie schon. Irgendwie habe ich gerade Bock. Irgendwie habe ich gerade Bock, mir ein paar Planeten anzugucken. Wir können ja wirklich wieder so machen. Also jetzt lande ich hier einfach mal. Okay, wir haben Wasser. Wir haben Steine. Aber Gestein haben wir eigentlich überall. Sieht schon wieder ziemlich tot aus. Keine Pflanzenwelt. Das heißt auch kein Zink. Aber das könnten Heridiumsäulen sein. Da hinten ist, glaube ich, Gold. Ich lande mal hier. Schauen wir uns mal die Daten zu dem Planeten an. Nichts. Fauna mangelhaft. Naja, ich grabe mal ein bisschen Plutonium ab. Da haben wir Heridium. Weg damit. So. Aber, also, der Minengräber funktioniert schon gut, oder? Reißt der irgendwie größere Löcher rein als andere, oder wie? Oder was? Weil, es geht so schnell, wir haben jetzt schon, glaube ich, gut 300 von dem Zeug abgeerntet. So, ich schaue jetzt mal ins Inventar. Ich glaube, wir haben echt viel. Also, mein Minengerät, mein Grabgerät ist echt ziemlich cool. Heridium, da oben haben wir es. 187, wirklich? Ist das alles? Nee, da haben wir nochmal den ganzen Stapel mit 250. Ja, ist schon ordentlich, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber wir brauchen Zink und Zink kriegen wir hier nicht. Das ist wahrscheinlich Kupfer, ganz viel Heridium, Kupfer und Gold wahrscheinlich. Moment, wo parken wir denn schon wieder? Oh Gott, ich hoffe, ich komme wieder zu meinem Schiff hoch, wenn ich jetzt runterspringe. Ja, so hoch ist es nicht. Nee, ist wirklich nicht sehr hoch. Na gut, dann gehe ich mal hier ran. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Meine Sicht verschwimmt und die Worte der alten Gag erscheinen. Na super, alte Gag-Geschichten haben immer mit Krieg und Zerstörung zu tun. Die niederen Gag wurden ausgemerzt. Nur durch Feuer kann die Unvollkommenheit vernichtet werden und so den Weg zur Herrschaft freimachen. Das klingt verdammt stark nach Sozialdarwinismus, was die Gags da früher betrieben haben. Das ist nicht sehr schön von denen. Die Erstgebrüteten labten sich am Fleisch der Vertriebenen und wurden stärker. Na, super. Und jetzt sind die Gecken Handelsimperium. Im Grunde sind die Geck Deutschland. Jetzt verstehe ich's. Früher total die Nazis mit Völkermord und so weiter. Und jetzt total friedlich und eine Wirtschaftsmacht. Die Gecks sind Deutschland. Okay. Verdammt, wo tanken wir denn jetzt? Hab ich... Ach ja, ich habe Plutonium gerade abgebaut. Dann, Moment mal. Was mache ich denn? Startdüsen. Hier haben wir sie. Lade ich mal ordentlich Plutonium rein. Ich hätte natürlich jetzt auch gleich erstmal... Aber ist egal. Ich verbinde die Stapel nur, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. So. Ich könnte jetzt noch... Ja, wisst ihr was, dann lade ich jetzt noch die letzte Warpzelle rein. Wir springen nochmal weiter und vielleicht haben wir dann beim ersten Planeten im neuen System mehr Glück und finden da, was wir brauchen. Sprich, Zink und Kohlenstoff. Aber vor allem Zink jetzt. Zink ist, glaube ich, das Wichtigste. So, dann springen wir nochmal so weit, wie es geht. Weg von dieser grünen Sonne. Frei bitte. Richtung Herz. Ich muss schauen, dass wir mit dem Planeten auf einer Linie sind, weil dann können wir eine geradere Linie vielleicht springen, einigermaßen. So, was haben wir hier? 700 Lichtjahre, geht noch ein Stückchen. Oh, jetzt glaube ich, bin ich schon viel zu weit, oder? Nee, nicht mal.
würde noch ein kleines Stückchen gehen. Das ist wahrscheinlich schon wieder zu weit. Ah, oh, das ist aber gerade noch so am Limit, glaube ich. Perfekt, auf geht's. Nur ein Planet mit zwei Monde. Das ist ziemlich super. Das heißt nämlich, dass wir neben dem Planet direkt spawnen. Und die beiden Monde sind ja dann auch gleich ums Eck. Also können wir zur Not drei Himmelskörper absuchen auf der Suche nach pflanzlichem Leben. Und in No Man's Sky stehen die Chancen ziemlich gut, dass da ein bepflanzter Planet dabei ist. So viel wir wissen, ist das in Wirklichkeit ja leider nicht so. Aber, naja, auf Netflix gibt es ja jetzt die alte Star Trek Serie. Habe ich da schon drüber geredet? Mir kommt so, als hätte ich das schon mal erzählt. Naja, erzähle ich es zweimal. Und ich dachte ehrlich gesagt, weil ich bin so mit Das nächste Jahrhundert aufgewachsen, die Serie mit Picard und Data, und fand das total super und war ein super Star Trek Fan. Aber kannte die Originalserie eher wenig und habe mir halt gedacht, die ist super cheesy und scheiße. So ungefähr. War meine Erwartungshaltung. Und habe mir gedacht, na komm, zum Spaß schauen wir uns jetzt dieses alte, trashige Star Trek an. Und musste feststellen, dass die super ist. Die ist, also die steht, ich meine, die ist viel langsamer natürlich und weniger actionreich. Oh Gott, die Action-Szenen sind echt peinlich. Und es ist schon nicht mit, also, ja, es ist mit modernen Sehgewohnheiten nicht mehr zu vergleichen. Man muss sich schon drauf einlassen können. Ist auch noch total sexistisch. Also, ich meine, theoretisch, ich lande hier mal, während ich das erzähle, theoretisch ist es sogar fortschrittlich, was Gleichberechtigung angeht, weil es ja eben auch Frauen in der Crew gibt und sogar auf der Brücke und so weiter und so fort. Aber was halt für die 50er Jahre fortschrittlich war, ist heute immer noch super sexistisch, dass Frauen keine Offiziersabzeichen tragen und immer nur mit Röckchen rumlaufen und sowas. Naja, was wollte ich sagen? Genau, aber grundsätzlich von den Storylines her und was so passiert und von der Cleverness auch von den Autoren teilweise, ist die Serie eigentlich echt super. Ich bin positiv überrascht und ich hoffe echt, dass Netflix jetzt auch noch Das nächste Jahrhundert dann kriegt, wenn ich mit der alten Star Trek Serie durch bin, weil da hätte ich so Bock drauf, das mal wieder anzuschauen. Was für ein schöner Planet, oder? Was haben wir denn hier? Platin? Ah! Okay, brauchten wir das nicht auch mal für irgendwas? Ich weiß es nicht. Irgendwann brauchte man doch mal alles für irgendwas. Hier gibt es auf jeden Fall Pflanzen und Tiere. Und ich habe Bock, Tiere zu entdecken, auf jeden Fall. Kommt her, ihr kleinen Schildkröten, Ziegen, Widder, Schildwidder, Kröten, Krötilopen. Warum gibt es eigentlich keinen Pelz in dem Spiel? Das finde ich ein bisschen schade. Dass es keine bepelzten Tiere gibt. Alles ist immer so... Ich meine, Pelz ist schwer vielleicht zu machen und so. Das verstehe ich schon. Aber trotzdem finde ich das nicht okay, dass es keine pelzigen Tiere gibt. Ich will pelzige Tiere. Und zwar sofort. Man hätte ja wenigstens Pelz durch so eine Textur andeuten können, oder? Das kann doch nicht so schwer sein. Alles ist hier so reptilienartig immer. Oder einfach nur nackt. So. Zinkblumen. Aber vor allem wegen, weil ich gerade gesagt habe, dass die alte Star Trek Serie so sexistisch ist, vor allem diese Rollenverteilung ist halt ganz schlimm. Also finde ich auch als Mann für das männliche Geschlecht ganz schlimm, weil der Mann ist immer so der, also Kirk eben und alle Offiziere sind immer so die eben männlichen quasi, wow, sind wir hier hoch oben, uah. Die immer so die Situation unter Kontrolle haben und sich nicht vor körperlichen Auseinandersetzungen scheuen und die Frauen beschützen, die dann immer halb in Unmacht fallen, wenn irgendwas passiert. Und da hab erstens finde ich dieses Frauenbild total schrecklich und zweitens habe ich als Mann auch keinen Bock, dass ich immer der bin, der die Kontrolle übernehmen muss und immer der bin, der kämpfen muss. Aber, also wirklich, ihr könnt mich mal. So. Was machen wir hier eigentlich? Zink haben wir jetzt ein bisschen. Hier wird es doch noch was anderes geben als diese Schildkröten-Rehböcke. Ich gehe mal da unten zu dieser Blume.
weil wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann sammle ich auch mal sehr viel Zink. Ich gehe jetzt einfach mal auf eigene Faust erforschen. Einfach so ein bisschen zu Fuß rum, von Zinkblume zu Zinkblume. Dann holen wir uns mal einen kleinen Vorrat Zink. Währenddessen schaue ich mich hier ein bisschen um. Vielleicht finden wir ein paar coole Lebensformen. Oh, da haben wir einen großen Fisch. Schaut euch den an. Das ist eher so eine Art Wurm oder so. Ein bisschen eklig. Ein weiblicher Arschfresser. Ein Arschfresser. Ja, ein weiblicher Arschfresser. Wunderbar. Na gut. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier mal die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, liken und abonnieren nicht vergessen. Ich könnte es mal alles hochladen, dann hätten wir wieder ein bisschen mehr Kohle. Naja, machen wir, wenn wir das nächste Mal Geld brauchen. Also, vielen Dank und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bis dann, ciao.